Will ich darunter? Ich will darunter, oder? Ah, oh, da ist nichts. Oh, okay. Ich dachte, da ist irgendeine geheime Höhle und habe mich schon gefreut. Da ist nochmal so ein Tannenzapfen. Ich befürchte nämlich fast, wir müssen diese Tannenzapfenlogik jetzt ein paar Mal anwenden. Wenn die hier schon so rumflackern. Aber schön, wenn er dir gefallen hat, TJ. Das ist super schön. Mich freut das immer. Jeder hat so seine Lieblingsfilme und wenn man dann begeistert aus dem Kino geht, ist immer so das beste Gefühl, finde ich. Ich habe den Guardians of the Galaxy Film gesehen und mir hat der auch richtig gut gefallen. Und ich habe so geheult. Und der Super Mario Film, der war auch richtig krass. Und hallo Raba! Wir haben heute eine Stunde eher angefangen, wegen Feiertag. Heute schon 20 Uhr. DJ, dankeschön für den Follow, dankeschön. Du hast meine Glanzleistung verpasst, wie schlecht ich manche Sachen gerade gespielt habe, Rama. Also nicht schlimm. Das sind doch so Tanzhaft. Ich nehme die mal mit. Dass die mich in die Luft katapultieren können, finde ich schon mal praktisch. Peaches, ja. Peaches, Peaches. Das Lied war echt gut von Checkback. Und der hat das innerhalb von 2 Tagen geschrieben. Richtig crazy. Ich glaube, wir sind bald im Dorf, oder? Ja. Ja, bald im Dorf ist gut. Wir sind im Dorf. Wir sind da. Die Musik. Das ist... Oh Gott, welches Lied ist das? Das ist ja von dem einen... Ach ja, das ist... Ist von dem Volk. Ah, da ist so eine. Wir können beten, wir kriegen Herzzeit. Und Richard, danke schön für den Follow auf TikTok, danke schön. Ich habe bitte ein Herz. Oh, ich könnte auch Ausdauer machen, ne? Ah, ich nehme ein Herz. Ein Herz mehr, dann habe ich 5 Herzen. Das finde ich ist eine schöne Zahl. Und das nächste machen wir Ausdauer. Und dann diesen Ring vervollständigen. Oh, Herzteile sind so schön. Sehr schön. Gut, dass wir diese Winterhose anhaben. Zwar ist Link hier mit kurzem Shirt unterwegs, aber es friert ihn trotzdem. Das Dorf der Orni ist total verschneit. Das ist ja super weird. Kann ich mich hier hinlegen? Was ist mit ihr? Oh nein. Oh nein, ich bin so eine Niete. Schon wieder in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Das würde mir auch passieren. Hoch ein Gast, echt. Nein, ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gasthaus Schwalbennest. Im Moment ist niemand sonst hier. Erhole dich also in Ruhe und Gemütlichkeit. Ein Bett kostet mich 20 Rubine. Gut, dass ich so viel Geld habe, ne? Gut, dass ich so viel Geld habe. Was ist hier? Da leuchtet. Das ist ein Dungeon, ne? Ziegenbutter. Da ist ein Dungeon. Ich denke, das macht Sinn, dass wir den erstmal abgrasen. Dann haben wir ja nämlich wieder einen Teleportpunkt. Oh, sehr cool. Ich hätte auch schon gegen den Boss gekämpft. Stark. Keine Spoiler, Leute, ja? Ganz, ganz wichtig. Lasst mich das alles selber erkunden und entdecken. Und weinen, weil ich es kann. Und schimpfen. Und fluchen. Und alles. Sehr krasser Star Wars Fan bei TJ. Oh, sehr cool. Sehr cool. Auch von den neuen Filmen oder nur die alten? Okay, neuer Dungeon, der mich wieder an meine Grenzen bringen wird. Bitte auf den Wind. Okay. Huch. Wie bin ich da? Wie bin ich da gerade durchgeflogen? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Will es mich. Okay, wo will es mich hinleiten? Ich komme hier da auch vorbei, ne? Nee, ich weiß. Okay. Wohin? Ja, es ist kaputt gegangen, aber worth it, ne? Ich finde, ich habe das ganz gut gemacht, ne? Was ist der nächste Film, den du schauen wirst? Oh, ist eine gute Frage. Spider-Man kommt der neue, habe ich gehört. Ich wollte immer noch den
neuen Film von Makoto Shinkai gucken. Oh, der ist stark, der Bogen. Schmeißen wir den mal weg. Der Suzume, den wollte ich auch noch gucken. Ich glaube, das war gut, dass ich hier hin bin. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich als nächstes... Ich glaube, ich muss einfach da unten durch, ne? Nein, nein! Was? Jetzt. Wuhu! Ich glaube, ich habe schon geschafft, ne? Ja! Das war besser als gedacht. Oder habt ihr Filmempfehlungen für mich, Leute? Welche Filme kommen jetzt an die Kino, wo ihr sagt, die musst du unbedingt gucken, Louis? Außer Fast and Furious. Außer Fast and Furious. Doch, der neue Disney-Film kommt doch auch mit diesen Elementen, oder? Der kommt doch auch bald raus. Der war auch cool im Trailer. Sonic! Ah, Ariel. Ah, Ariel sehe ich eher so als Disney Plus, wenn er da mal kommt. Ich glaube nicht, dass ich den im Kino sehen will. Ich glaube, den gucke ich auf Disney Plus. Der kommt ja auf jeden Fall. Der kommt wahrscheinlich recht schnell, oder? Sonic habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Sind die gut? Ich war so abgeschreckt damals, als der Sonic so schlimm aussah. Und da mussten sie den ja neu machen. Da war ich so ein bisschen schockt. Oh, ist dein Krucksam? Ich hab's gerochen. Ne? Ja. Mech 2, oh. Oh, Shiki, hallo, schönen guten Abend. Aber Mech habe ich gesehen tatsächlich. Bald ist halt so ein Flash-Film, ne? Wenn Tiere wieder klüger sind als die Menschen. Muss ich jetzt einmal rumdumm? Oder kletter ich da jetzt wieder hoch, wo ich gerade runtergefallen bin? Ich glaube schon, ne? Und Transformers. Das ist aber mit, Transformers ist mit den Urzeit-Dino-Transformer, oder? Was meinst du, Freck? Erst Hauptschreine machen, Türme machen oder ein bisschen Hauptquest? Also, ich bin ehrlich, lauf dahin, wo ihr hin wollt. Ich finde, bei Zelda gibt es keine Vorschrift, was ihr am meisten Sinn macht. Macht das, was euch Spaß macht. Ich wollte ja auf jeden Fall zu dem Dorf von denen. Oh Gott, haben die eine. Oh Gott, ist das schön. Oh, das würde Link wirklich gut stehen. Anti-Schneefedern. Oh, super schick. Ist das die Hose, die ich habe? Nee, ich habe eine andere. Aber ich will das Oberteil. Also das da. Die Haare sind ja schön. Ach, ich habe einfach noch kein Geld. Man kann auch Klamotten farmen. Aber da fehlt mir das Geld. Indiana Jones. Oh, Indiana Jones. Ich habe das halt früher mit meinem Dad, habe ich immer Indiana Jones geguckt. Der hat das so geliebt und gefeiert. Eine Fackel. Und ein Topfdeckel. Ich habe das früher immer mit meinem Dad geguckt. Deshalb mag ich Indiana Jones schon. Aber die letzten Filme waren nicht so gut, fand ich. Aber ich habe die geguckt. Aber Indiana Jones fand ich super fancy. Schnell Rubine, ja. Rubine müsste ich farmen. Könnte ich... Ja, ich finde, es droppen aktuell noch nicht so viele Rubine. Aber wahrscheinlich finde ich gerade einfach auch die... Ich könnte ja theoretisch... Ist ja nicht so... Ich habe ja Opale und so, ne? Könnte man auch verkaufen. Wo auch immer die... Welche Inventarslot auch immer das landet hier wahrscheinlich, ne? Also so Steine. Aber ich bin so ein Ressourcen hier, auch so ein Rhodonit. Das bestimmt bringt das Geld, aber ich bin ehrlich, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich das früher oder später nochmal brauche. Und dann ist es, dann habe ich es nicht. Und hallo Alessio, schönen guten Abend. Dankeschön. Deshalb bin ich horte. Ich bin der klassische Horter. Deshalb sind immer, wenn du Inventar hast, was Mengen begrenzt, ist es für mich immer so ein bisschen Untergang. Holzpfeile, sehr schön. Gut, mit. Immer wenn irgendwo ein begrenztes Inventar ist, ist es ganz, ganz schlimm. Was ist hier? Der Rivali-Platz. Ah, das sind die anderen beiden. Das ist doch blöd! Ich bin nämlich kein Küken mehr. Naja, klein ist sie schon auch. Ich will die Riesenwolke die erforschen. Ne? Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh, süß mit ihren blauen Augen. Wo ist eigentlich Cass? Cass ist nicht mehr da, oder? Tatsache! Oh, wie sie sich freut, mich wiederzusehen.
Tuli, junger Orni-Krieger. Ich liebe ja die Ornis. Die Ornis sind für mich so... Ich liebe die. Es war bei Wind Waker, als dieses Volk das erste Mal kam, war einfach... Genau so. Link, es hieß, du seist verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Und hallo, Finn. Das ist Theba, neuer Häuptling der Ohren. Nach Rivali quasi. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Mhm. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Ach, stimmt, das war der Sohn. Er kann sich zwar schon aufplustern wie ein großer, aber ganz erwachsen ist er noch. Hey, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein der ganzen Welt entgegentreten, bist und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügge, jawoll. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftsausflug heute etwa, der wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre ich dem Lied von der Himmelsache etwas dran. Aber ich glaube an so einen Blödsinn nicht. Und auf und davon. Hä? Blödsinn? Pass auf, was du... Ah, du liebst. Tulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach. Und das mit dem... Das Lied, das er meint? Ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf bedrohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettet. Zumindest erzählt es sich das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche, die in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolken eindeutig im Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist an diesem Liedchen ja doch etwas dran. Cat Noir, warst du das? Ja, ich muss da auch immer dran denken. Ach, so funny. Und sei das Lied von der Himmelsache auch nur ein Kindergesang. Irgendwas geht da oben vor sich. Das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orni bis weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen. Aber Tulin, nun ja. Er denkt, wir legen uns Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Mhm. Aber ich will dich nicht weiter mit solchen Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Ah ja, wir müssen ihm noch sagen, dass Zelda verschwunden ist, ne? Hä? Was? So etwas hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichten, gerne an der Suche nach ihr beteiligen. Doch leider ist es derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen alle nach Essen. Mm. Und seit mein Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Ja, wir regeln das, oder? Wir regeln das. Vielleicht gibt es ja jemanden, der mir mehr helfen kann als ich. Frag doch mal Hertis. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über Zelda rausgefunden. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben drin? Ja. Das kriegen wir hin, oder? Dort befindet sich die Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal dahin. Mach ich. Wollen wir noch kurz hier hoch? Also viel ist ja wahrscheinlich nicht mehr da. Aber ich will trotzdem noch kurz. Nicht, dass hier doch irgendwo Loot umhängt. Wir das übersehen. Aber es sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Das heißt, wir fliegen da jetzt mal hin. Hoffen, dass der uns hilft, ne? Bin ich falsch? Hä? Wir waren doch hier. Wo war es denn jetzt? Da. Oh Gott. Ich habe mich schon gesehen, so. Oh nein, was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Okay, und nochmal. Kommen wir da rüber? Kommen wir da rüber? Bestimmt, oder? So semi, ne? Wir gleiten einfach mal hin. Und Dark Lord, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön, dass du reinschaust. Hallo, Lisa. Ganz viel Spaß bei diesem Abenteuer. Hier rüber zu fliegen. Das wird ein Abenteuer, Lisa. Das kann ich dir schwören. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin, oder? Ja, wir landen da jetzt. Oh Gott. Diese Ausdauerbalken. Ich bereue es gerade, das Herzteil genommen zu haben. Ich hätte den Ausdauerbalken nehmen sollen. Oh, Klettern ist einfach mein Untergang, ne?
Da oben ist auch ein Schrein. Seht ihr das? Da kann man auch... Oh nein, und da ist so ein Eistypi. Die Eistypis fand ich mal ätzend. Aber der droppt dann so einen Eisstab, ne? Habe ich ja super gezielt, ne? Nein! Oh. Blamier mich hier gerade Bogenschießen. Naja, ein bisschen, ne? Jetzt, glaube ich, habe ich ein Problem. Weil die sind anstrengend. Aber kriegen wir hin, oder? Wir machen den mal weg, weil ich will den Eisstab von dem. Nein! Ich hätte gerne den Eisstab. Oh, aber der hat so viel Leben, ne? Ich weiß wieder, warum ich die hasse. Der ist viel zu weit oben. Okay, wir brauchen ewig, aber... Aber wir kriegen den noch. Ich will den Eisstab von ihm. Könnt ihr auf ihn zielen? Mit dem... Okay, ich müsste mit Pfeil und Bogen auf ihn zielen, aber das macht leider auch nicht viel Schaden. Aber Schwert bricht gleich. Na, klasse. Ich bin kurz davor zu sagen, wir lassen ihn. Aber wir haben die Hälfte. Und hallo, Lido. Schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ah, oh, nein. Ich erinnere mich. Okay. Ich erinnere mich. Okay, 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 okay. Ich gebe zu, ich gebe zu. Vielleicht bin ich noch nicht in der Lage, so zu kämpfen, wie ich mir das vorstelle. Das Ding. Ihr seht, auch mit Pfeil und Bogen haut das gerade nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Der nervt mich hier zu sehr. Okay. Das war gut. Er ist zumindest... hat sie ihn doch jetzt gerade hingehauen. Na? Ja! Okay. Alles in meinem Leben erreicht. Schön, dass ihr alle reinschaut. Ich bin die Louis. Ich bin nicht die Beste, das gebe ich zu. Aber manchmal habe ich gute Plays. Und Shoto, vielen lieben Dank für die Rose. Dankeschön. Dankeschön. Nimm die Lanze. Welche Lanze? Habe ich eine Lanze? Ich habe keine Lanze, glaube ich. Ach doch, ich hätte eine Fackel gehabt. Da ist auch noch was gedroppt. Eine Fledermaus. Okay, aber we did it. We did it. Was lange währt, wird endlich gut, ne? Wer scheiße spielt, kriegt auch irgendwann was hin. Das Feuer. Da hinten, oder? War das da hinten? Nee, da sind wieder andere Gegner. Da sind die zwei Feuer, da müssen wir hin. Nicht unter sein Kleid schauen, du. Ja, okay, ich hab's gemacht. Es tut mir leid, ich hab's gemacht. Adidi. So, der hilft uns jetzt weiter, hat er gesagt. Wir müssen zu dem mit dem Feuer. Ist es hier? Okay, der ist einfach nur umgewurzelt. Ich glaube, es geht um den hier, oder? Nee. Stimmt, ist er in dem, Stuff. Loot. Wird eingepackt. Oh, noch mehr Loot. Oh nein, ich glaube, das muss ich abkaufen, ne? Nee. Da. Noch mehr Loot. Die Orni. Struggling mit Essen, Nahrung, mit dem kalten Wetter und ich nur so, okay, ich nehme alles mit, was da ist. Oh. Ja, mit der schicken Frisur, mit dem müssen wir reden. Und dankeschön, Schoto, für das Geschenk. Dankeschön. Link, du bist wohl auf. Ich habe mir große Sorgen gemacht, als es plötzlich hieß, du seist verschollen. Was ist dir geschehen? Alles klar, was existiert, das ist wichtig, Ricardo, das ist sehr wichtig. Oh, du suchst Prinzessin Zelda, es tut mir leid, aber ich habe nichts gehört, dass dir weiterhelfen könnte. Ah. Wir haben gerade alle Federn voll mit dem anderen Problem zu tun. Die Dorfbewohner sind unterwegs, um Nahrung zu finden oder den Ursprung dieses Schneesturms zu ergründen. Hm. Und zu einem Unglück ist gerade jetzt alles voller Flugungeheuer, die unsere Not noch schlimmer machen. Wir haben einfach nicht genug Krieger, um sie von hier zu vertreiben. Nicht so lange ist noch uns zu schlecht. Sei nicht böse, aber im Moment sind uns einfach die Flügel gebunden. Oh. Aber, wo ich es mir so überlege, vielleicht könnten der kleine Tulin dir ja... Also doch, Tulin. Stimmt, du warst ja schon länger nicht mehr hier, also
Na, unser kleiner Tulle hat inzwischen einen ziemlich guten Flügelschlag drauf. Liegt besser als so mancher Erwachsener. Selbst bei diesem Unwetter dreht er seine Runden am Himmel und meldet alle möglichen Sachen, die uns helfen. Oh. Du solltest wirklich mal sehen, wie er Windströme erzeugen kann. Da kann der Rest von uns wirklich staunen. Ich glaube, der hilft uns jetzt dann, dass wir immer wieder in die Luft fliegen können. Theba gibt den strengen Vater, aber insgeheim weiß er, dass Tulin ein kleines Wunderküken ist. Hm. Wenn er sich für meinen Geschmack auch ein wenig zu viel plustert, der Kleine. Aber sprich doch einfach mal mit ihm. Als ich ihn zuletzt sah, wollte er mit Gesange und leiser Nahrung suchen. Und in welche Richtung? Da hoch, okay. Sie sind zur Höhle der Hebra-Südspitze im Nordosten von hier aufgebrochen. Die Höhle liegt jenseits der Klippe vor uns. Im Bergpfad hinauf. Sie ist mit dem Leuchtfeuer gekennzeichnet. Okay, kriegen wir hin, ne? Bringen wir hin. Ah. Finde das Leuchtfeuer am Höhleneingang, dann solltest du auch Tulin finden. Alles klar. Und wir essen noch. Ich bin am überlegen, ob wir noch was kochen. Weil ich hätte ja schon viele Äpfel, ne? Nimm alles, was du kriegen kannst, du gib nichts zurück. Ja, das Piratengesetz, ne?